Hallo zusammen, es geht weiter mit Teil 2, wo ich zum Bodensee reise. Viel Spaß dabei! Ja, geht direkt weiter mit Teil 2 in Koblenz. Bin gerade losgefahren, bin jetzt noch an der Rheinpromenade. Geht wie üblich erstmal zum Supermarkt, noch ein bisschen einkaufen. Für heute Abend und für morgen früh. Und dann einfach mal schauen, wie weit wir heute fahren. Oh, ein Bus kommt. Ein bisschen Platz schaffen. Ja, wieder am Rhein. Es gibt auch mal Umleitungen, die funktionieren, auch für Radfahrer. Erstmal eine kleine Pause. Müller Milchreis war im Angebot. Dann darf es auch der Milchreis mal von Müller sein. Ich hatte beim Ernst in der Garage zwar schon alles gesagt gehabt, aber das Problem war, das Radio lief im Hintergrund. Und bevor da irgendwelche Urheberrechtsbeschwerden kommen, machen wir das nochmal neu. Hier live aus meinem Sendestudio. Ja, auch am Rheinradweg hat man mal so einen knackigen Anstieg. Wenn der Radweg vom Rhein zur Straße führt zwischendurch, so war es in Koblenz, wollte diesen Anstieg hoch und es ging auf einmal gar nichts mehr. Jetzt warten wir, bis der Zug weg ist und dann machen wir weiter. Wo ich da hochgefahren bin, hat sich dann ein Teil vom Fahrrad verabschiedet. Das war die, boah, lasst mich jetzt nicht lügen, ich vergesse das Wort immer wieder, Kettenführungsrolle. Die ist auseinandergeflogen in mehreren Teilen. Habe ich dann das Zweig hochgeschoben, an der Straße ein bisschen versucht, mit Kabelbinder festzumachen. Ging nicht, aber da stand schon ein Herr dort. Der liebe Ernst, und der war meine Rettung. Ernst und seine liebe Frau Dagmar, die haben mich sofort eingeladen, konnte bei denen bleiben. Am nächsten Tag sind wir dann zum ersten Fahrradladen, die waren dermaßen unfreundlich. Und sind wir beim zweiten Fahrradladen, da waren sie sehr freundlich, dass die Verkäuferin immer wieder in die Werkstatt, haben wieder neue Teile geholt. Dann haben wir Teile gehabt, die uns gefallen haben. Nicht das Originalteil, was wir brauchten, aber wenigstens so in etwa. Dann kannte der Ernst einen Schlosser. Sind wir zu denen gefahren, haben ihnen die Sachen auf den Tisch geworfen und haben gesagt, sowas brauchen wir in etwa. Ja, und wenig später haben wir das Teil bekommen, eingebaut und es passt. Und ich konnte weiterfahren. An den Punkt auf jeden Fall nochmal besten Dank an Ernst und seine Frau. Vielen Dank an euch beiden. Ernst und Dagmar sind nächsten Monat auch, also Anfang nächsten Monat auch am Bodensee. Es wäre ja schön, wenn man die beiden direkt wiedersehen würde. Einfach nur genial. Alles zugepflastert mit Eisenbahn. Da ist das gute Stück, was kaputt gegangen ist. Gestern am Berg. Aber bin jetzt beim lieben Ernst
und der hilft mir jetzt. Da ist das gute Stück jetzt in neu. Ich kann wieder schön fahren. Ja, ich weiß nicht, was zurzeit los ist, aber die Fahrradwohnwagen vermehren sich wie die Ratten da unterwegs. Hallo. Servus. Jetzt haben wir den Modi hier. Und ich muss sagen, auf den Bildern sah der immer etwas kleiner aus. Jetzt bin ich hier ganz überrascht mit den fetten Reifen hier. Zur rechten Seite zwar die ganze Zeit eine Straße, aber zur linken Seite echt ein schöner Ausblick. Da macht das Fahren Spaß. Radweg ist gut ausgebaut. Die Autos nerven ein bisschen, aber einfach Musik an und dann passt das. Hallo? Hallo. Ich habe das Navi heute aus, aber jetzt weiß ich, wo ich bin. 2 Kilometer vor St. Goa und 20 Kilometer vor Bingen. Diese Autos hier. Wird Zeit, dass die Musik wieder angemacht wird. Wie gesagt, zu Abendessen habe ich schon. Noch eine Kleinigkeit. Und jetzt gleich gucken. Irgendwie eine Kleinigkeit für zwischendurch noch. Getränke habe ich auch noch da. Reicht also morgen mit dem Einkaufen. Ja, voll gefuttert und nach einer kleinen Pause, Verschnaufspause, ist der Magen wieder fahrbereit. Auf der linken Seite haben wir schon alles Lorelei laut Google Maps. Und ich denke mal jetzt noch so 10, 15 Kilometer, dann müsste ich auch wieder von der Straße hier wegkommen. Dann habe ich wieder ein paar grüne Ecken und dann werde ich mir einen Spot suchen für heute Abend. Das reicht dann für heute.
Ja, man fährt zwar hier viel an der Straße zurzeit, aber trotzdem einfach nur herrlich. Auf der einen Seite nur Berge, alles grün. Auf der anderen Seite irgendwelche Burgen, Schlösser oder sonstige alte Gebäude, einfach nur schön. Gerade ein Schild gefunden. In Oberwesel befinden wir uns gerade. Schön, schön hier. Ja, ich habe fertig für heute. Hab einen Spot gefunden mit eigenem Sandstrand direkt am Wasser. Einzigste Nachteil hinter mir ist direkt der Rheinradweg. Aber es macht mir nichts, da kommt nachher keiner mehr vorbei. Sind zu viele, also hinten Dorf, da ein Dorf, da dürfte nicht mehr viel passieren. Reicht mir heute. Der Rhein. Mein kleiner Sandstrand. Das ergibt wenigstens mal Sinn, ein Schlauchautomat und Werkzeug direkt mit dabei. Wie oft hat man irgendwie nur Werkzeug oder nur ein Schlauchautomat? Und wenn man beides zusammen hat, ist das schon ein bisschen praktischer, wenn man mal kein Werkzeug mit dabei hat. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Der Campingplatz, wo ich mit dem Pfälzer E-Bike und mit dem Pyro war. Schöne Grüße gehen raus an euch beiden. War ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Ja, gerade in Bingen reingefahren. Wetter ist echt heute, boah, dürfte ruhig etwas kühler sein. Also ich möchte mich ja nicht über Sonne beschweren, aber dürfte ruhig ein bisschen schwächer sein heute. Hier kann man noch was lernen im Park.
Hier in Bingen möchte ich das Video beenden. Ihr könnt euch schon mal auf Teil 3 freuen. Werde ich auch hier starten, direkt in Bingen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.